OPEC steht für Online Public Access Catalog. Es handelt sich um einen öffentlichen zugänglichen Online-Katalog in Form einer Datenbank. Diesen Katalog können Sie nutzen, um nach verfügbarer Literatur in den Bibliotheken der KSH zu recherchieren und nach Anmeldung in Ihrem persönlichen Konto die verschiedenen Funktionen wie zum Beispiel Bestellen, Vormerken, Verlängern und weitere zu nutzen, die im folgenden Tutorial erklärt werden. Sollten Sie Hilfe beim Login benötigen, bitten wir Sie, unser Videotutorial How to Login zu besuchen. Dort wird die Anmeldung erläutert. Sie sind nun eingeloggt und suchen beispielsweise Literatur zum Thema Theorien der sozialen Arbeit. Nun können Sie den gewählten Suchbegriff in das Feld für die Sucheingabe eingeben. Als Tipp für den Sucheinstieg möchten wir darauf hinweisen, dass keine verwandten Treffer angezeigt werden wie bei anderen Suchmaschinen. Deshalb ist eine genaue Eingabe für das Suchergebnis entscheidend. Zudem können Sie die Möglichkeit der Sucheinschränkung und Präzisierung nutzen durch die Betätigung des Reiters Erweiterte Suche. Nachdem Sie mit Klick auf Suchen Ihre Suche bestätigt haben, erscheint das Suchergebnis mit den gefundenen Medien. Sofern Sie nun passende Medien gefunden haben, können Sie die Kontofunktionen der Merkliste nutzen. Sie klicken dazu bei dem jeweiligen Medium auf den Link in die Merkliste. Damit haben Sie anschließend die Möglichkeit, alle gemerkten Medien in der Übersicht unter dem Reiter Merkliste zu sichten, zu exportieren und zu drucken. Weiterhin können Sie die Medien in der Übersicht auch wieder aus Ihrer Merkliste löschen und somit die Mediensuche gezielt gestalten. Magazinbestände können Sie direkt im angezeigten Suchergebnis bestellen durch den Klick auf den Link Bestellen. Dazu klicken Sie auf den Titel des gewünschten Magazinbestandes und kommen sodann zur Detailanzeige. Hierbei finden Sie in der Anzeige Vormerken Verfügbarkeit den Link Bestellen. Mit der Bestätigung dieses Links wird die Bestellung direkt veranlasst. Eine Abholung der Bestellung ist am Folgetag ab 10 Uhr in der jeweiligen Bibliothek möglich. Sofern ein gewünschtes Medium im Suchergebnis als Entliehen angezeigt wird, kann die Funktion Vormerken genutzt werden. Hierbei klicken Sie auf den Titel des Mediums. Die Detailanzeige öffnet sich. Sie klicken sodann auf Vormerken Verfügbarkeit und gelangen zum Link Vormerken. Durch die Bestätigung des Links können Sie das Medium reservieren und nach Ablauf der Leihfrist des Vorgängers kann das Medium direkt im Anschluss von Ihnen ausgeliehen werden. Sie erhalten sodann eine Information zur erfolgreichen Vormerkung des Mediums. Weitere nützliche Funktionen erhalten Sie, wenn Sie auf den Reiter Konto klicken. Eine Übersicht an Ihren ausgeliehenen Medien, Bestellungen, Vormerkungen und eventuell fälligen Gebühren öffnet sich. Unter dem Reiter Ausleihen können Sie selbst bei einem Medium eine Verlängerung der Leihfrist veranlassen. Dazu betätigen Sie den grünen Link Eine Verlängerung ist möglich. Beachten Sie jedoch, dass eine Verlängerung erst wenige Tage vor Ablauf der Leihfrist möglich ist. Hierzu werden Sie eine Erinnerungs-E-Mail der Bibliothek erhalten. Zudem können Sie die Übersicht Ihrer ausgeliehenen Medien verfeinern, indem Sie die Links Gemahnte Medien, Rückgeforderte Medien, Verlängerte Medien und Fernleihen betätigen. Unter dem Reiter Bestellungen erhalten Sie eine Übersicht über Ihre bestellten Medien. Möchten Sie die Bestellung eines Mediums rückgängig machen, wenden Sie sich mit der Bitte um Stornierung persönlich oder per E-Mail an die MitarbeiterInnen der Bibliotheken. Weiterhin erhalten Sie unter dem Reiter Vormerkungen eine Übersicht über vorgemerkte Medien und können eine Stornierung selbst veranlassen. Dazu betätigen Sie den Link Storno-Vormerkung. Sie erhalten sodann eine Information zur erfolgreichen Stornierung der Vormerkung. Möchten Sie Ihr Kennwort ändern, können Sie dies durch einen Klick auf den Reiter Benutzerdaten und sodann Kennwort ändern veranlassen. Dazu benötigen Sie Ihr aktuelles Kennwort und ein neues von Ihnen festgelegtes Kennwort. Eine weitere Funktion finden Sie unter dem Reiter Sucheinstellungen. Hierbei können Sie Ihre Einstellungen zur Suche von Medien im Katalog manuell anpassen. Nach der erfolgreichen Nutzung des Systems bitten wir Sie, sich durch die Bestätigung des Links
Abmelden aus dem System auszuloggen.